Wie gesagt, Entschuldigung für das Neuladen, aber ich muss gerade diese Tests machen, weil wie gesagt, das ist blind und ich spiele ja auf schwer. Und deswegen muss ich hier ein bisschen rumprobieren, wie ich meine Charaktere am besten skille. Ich will sie nicht, nämlich nicht fast skillen, wenn die Skillpoints so rar gesät sind. Deswegen kriegst du jetzt mal Concentration. So. Dann, was passiert, wenn ich dir den gebe? Nix. Weil du nicht aus der hinteren Reihe aus angreifen kannst. Okay. Dann kriegst du Firearms. Und dann hoffen wir mal, dass es irgendein Rezept oder so gibt, wie wir an Munition kommen. Weil sonst ist das ein bisschen blöd mit ihm, wenn der ständig Wurfwaffen wirft und wir mit ihm nicht schießen können. So, also Skills, Firearms. Increases range of firearms attacks, also to increase the chance of a firearm malfunction. Okay. Hoffen wir mal, dass das soweit klappt. Und ja, ich wollte mir auch was bei den Trades durchlesen. Helps in your inventory multiply. The growth rate is determined by the number of steps taken. Also je weiter ich laufe, desto mehr Pflanzen kriege ich. Bei ihm, okay. Wurfbombe kann zu ihr. Das habe ich gesagt, kann sie anlegen. Und sie ist immer noch ziemlich nackig. Sie hat aber halt schon mal eine sehr hohe Evasion und einen einen Umhang um. Essen wollte ich zu ihr tun. Was wir an Überschuss so haben. Das heißt, das kann mal da rein, das kann mal da rein. Eine Ersatzfackel raus und den Helm da rein. Power Gem. Ich habe ja schon einen Power Gem, fällt mir gerade so ein. Wahrscheinlich den der Erde. Okay. Essen zu ihr. Kann alles da rein verstaut werden. So. Alle anderen soweit okay. Ja, das restliche Essen kann bei ihm bleiben und du kannst mal den hier nehmen. So. Dann gehen wir weiter wieder zurück in den Wald. Und ja, jetzt könnte ich mal wieder Firearms benutzen, wenn die mehr Schaden machen als die Wurfwaffen. Kurz orientieren. So. Da oben lang zu dem unheimlichen Tempel. Und weil mir langweilig ist, grabe ich hier mal kurz. Und habe nichts gefunden. So habe ich aber wenigstens ein bisschen Zeit überbrückt. So, der Tempel ist noch offen. Da hinten leuchtet was. Ja. Wow, da ist auf jeden Fall schon mal ein Gegner, den ich nicht getroffen habe mit meiner schicken Wumme. Jetzt aber. Wieder nicht. Das ist nicht so toll. Und, ach so. So. Weg mit dir, du nervst. Und wenn ich richtig sehe, ist da gleich noch einer versteckt. Wow, das war ein schöner Treffer. Wow. Wow. Und ja, ich. Du triffst mich nicht. Edge, Badge. Au, jetzt hast du mich aber getroffen. So, jetzt bist du weg. So, kleine Nervensäge. Aber sonst ist hier nichts.
Da wäre auf jeden Fall ein Power Gem und da liegt sogar Rüstung. Aber an den Ort komme ich noch nicht. Ah. Mal kurz auf die Karte gucken. Wir können da oben noch erkunden. Und wir können da weiter erkunden. Noch ein End im Busch. Kommt der von selber raus? Nö. Okay, dann müssen wir den mal wohl rauslocken. Au. Aua. Ja. Ich höre hinter mir noch einen rumwuseln. Das macht mich irgendwie nervös. Und ich muss aufpassen, sonst stirbt mein Ritter gleich. So. So. Kurz hier freihäckseln und gucken. Und ja, da ist noch ein Endapper. Wie komme ich an den ran? Hier ist kein... Ach so, da ist... Das ist einfach auf der anderen Seite. Da gibt es noch einen Weg. Okay, ich ziehe mich jetzt aber erst einmal etwas zurück. Hier in diesen Altar. Und schlaf eine Runde. So, das dürfte schon reichen. Ich habe eigentlich gehofft, dass langsam wieder Tag wird, aber nein, den Gefallen tun sie mir ja nicht. Ich frage mich aber immer, wenn ich solche Sachen auf dem Boden sehe, ob da irgendwas liegt. Versteckt liegt. Grab ich mal noch hier. Nö. Essen sieht noch einigermaßen okay aus. Was passiert eigentlich? You don't regain health and energy. Ah ja, okay. Gehen wir mal kurz hier rumgucken. Von hier aus kommen wir nach da hinten. Lockpicks. Ist schon mal praktisch. Ich will aber noch nicht an den Edelstein ran. Das sieht aus wie ein Weg weiter. Nein. Okay. Trickwood Forest, Shipwreck Beach und Forgotten River. Okay. Hier oben will ich aber erst nochmal lang gucken. Und hier ist nichts. Okay, wir haben jetzt die Auswahl, zu dem Stein zu gehen, was ich wohl jetzt als erstes machen werde. Und mir eine neue Fackel anzulegen. Ich muss dran denken, dass ich die ersetze. Obwohl, kann ich eine ausgebrannte Fackel da anzünden? An so einem Kohlebecken? Nö. So, wenn ich das hier aktiviere, geht auf der anderen Seite die Tür auf. Sehr schön. Und ein Power Gem eingesackt. Sind die stackbar? Nein. Lederküras, leichte Rüstung. Protection 4. Du hast fast gar keine Protection. Kriegst du Hose und du kriegst jetzt auch endlich meine Hose zum Anziehen. So. Wo geht's jetzt weiter? Jetzt können wir hier den River oder auf der anderen Seite uns umsehen. Ich würde mal sagen, oh, es wird Tag, Gott sei Dank. Nicht, dass ich was gegen die Dunkelheit hätte, aber ich im Dunkeln gegen solche Treants. Im Dunkeln gegen Wölfe kämpfen.
Wow, das war mal schön. Hallo, ich stehe hier. Machst du auch mal was? Oh, das sind doppelt gemoppelte Gegner. Okay. Und sie beißen. Wow. Sehr gut zu. Wow. Das ist nicht so gut. Und da kommen ganz schön viele von denen. Wow, und sie umkreisen mich. Du trinkst einen Heiltrank. Das war falsch. Au. So, einer ist schon mal wieder weg und die droppen Essen. So, mit den beiden kann ich jetzt tanzen. Die sind nicht so gefährlich wie die. Ja. Ich glaube, Schusswaffe ist bei dem Doppelpack dann doch eher die bessere Wahl. So. So. Wow. Okay, und sie können zwei von die vordere Reihe komplett angreifen. Einer ist weg. Bleibt nur noch einer. Okay, die sind nicht ganz, zum Glück nicht ganz so gefährlich wie. Wow. Wie die Treants. Aber sie können doch recht garstig sein. So. Huch. So, Essen. Essen. Noch ein Warg. Ah, das sind Warge. So, Munition von dir. Oh, und da hinten ist schon der nächste Warg. Ist da noch ein Warg, der uns irgendwie flankieren kann? Was steht hier? Das lese ich später. Wenn ich weiß, dass mich kein Warg frisst. Da ist der Warg. So. Jetzt ziehe ich mich mal dezent zurück. Au. Kassiere trotzdem einen. So. Jetzt kann ich hier tanzen. So. Gut, das hat ja schon mal gut geklappt. Wie viele bringen die? Okay, die bringen ein bisschen was. Also könnt ihr beide euch mal davon schon was reinpfeifen. Nö. Du bist noch grün. Gut. So, letzter Stein. Hey, was hast du zu sagen? This is another way out. Hier sehe ich aber keinen Weg nach draußen. Ich sehe hier nur Steine. Eine Fackel und diesen Wegweiser. Und zapfe ich so mal ein Gebüsch ohne einen Treant drin. So, jetzt zu dieser Tafel. A-R-E-U-H-K-U-A-R-E-U-H-E. Ja. Was auch immer. Das sollte ich mir mal aufschreiben. Also ein Hinweis, Fragezeichen nehmen. Mal dafür. AR.